Herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4-2. Ja, was war im letzten Part? Viel Action, dicker Roboter, der wollte uns an die Wäsche. Die perverse Sau. Ja, gut, wir machen weiter. Wenn ich überhaupt weiß, wie es weitergeht hier. Wo müssen wir hin? Ich glaube, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Nein, das sieht scheiße aus. Gott verdammt. Ist ja... So, ja, was war eigentlich letzten Part eigentlich so los, ne? Ich meine, viel Action. Ich meine, kann meinetwegen so bleiben, ne? Weniger Angst. Weniger, dass ich mir, irgendwie... irgendwelche Herzkrankheiten hole. Na ja, gut. Hallo, wo geht's denn weiter hier? Was ist da? Hallo? Bist du blöd? Gibt's denn hier noch irgendwie einen Ausgang? Dem ich hier Ratten, die gehen mir auf den Sack, ey. So. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Da oben könnte es weitergehen. Ist ja denn hier irgendwie eine Leiter oder sowas? Eine Leiter wäre jetzt nicht schlecht, war. So, da geht's. Ja, muss oben hoch weitergehen, oder? Wo ist denn aber jetzt hier die Leiter? Entweder bin ich zu blöd oder... oh Mann, es fängt schon wieder toll an, ne? Ne, das ist so, langsam wird mir das Spiel wieder unsympathisch, ne? Immer so kleine Wege, die man gar nicht erst sieht. So, hier ist nix. Hier ist auch nix. Mein Gott, ach! Assa! Gut versteckt war. Oh Mann, so. Was, seht ihr das eigentlich auch mal im Interface? Achtet mal auf das Interface links und rechts. Jetzt nicht mehr. Das blinkt immer so blau, was soll denn der Mist? Da. Habt das gesehen? Ne? Ich meine, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, so ist es nicht, aber... ich weiß nicht, was das ist. Ob wieder Alma irgendwie in der Nähe ist oder so ein Quatsch. Ach du Scheiße. Das können so... oh, das wird witzig. Das wird so witzig. Oh, ich lach mir jetzt schon einen ab. Oh mein... was? Was? Domain. Es riecht nach Spaß, ne? Es riecht so sehr nach Spaß. Das erinnert mich jetzt an ein Ereignis in Amerika, was im September stattgefunden hat. Naja, aber... traurige Geschichte, aber so sah es aus. Naja, gut. Was haben wir denn hier? Replika-Aktivität. Dringend. Es gibt zahlreiche Meldungen von Replika-Aktivität. In der ganzen Stadt. So, wir versuchen herauszufinden, wie und warum sie aktiviert werden, um sie vielleicht der Fernsteuerung wieder deaktivieren zu können. In der Zwischenzeit sind Hemmungen unangebracht. Bei Sichtkontakt ausschalten. Mein Gott, die Explosion hat irrsinnige Interferenzen erzeugt. Daher kriegen wir nur noch immer... was? Daher kriegen wir noch immer keine Verbindung zur Zentrale. Wir können daher keine Verstärkung oder Ausrüstung anfordern. Also bleibt nicht... also bleibt nicht hocken, um auf Rettung zu warten. Tut einfach, was ihr gelernt habt und wir werden ja hier halt rauskommen. Mein Gott, was ist denn heute los mit meinem Deutsch? Ich habe jeden einzelnen Satz immer falsch vorgelesen. Scheiße ist das. So, damit ihr das auch irgendwie dokumentieren könnt. Ach scheiße, ja, müsste ungefähr so 11 Uhr in dieser gerade sein. Ja, so ungefähr. Ja, nur was muss ich jetzt machen? Da kam ich jetzt rein. Muss ich da noch irgendwas machen? Ah, hier bestimmt. Nein, natürlich nicht. Komm ich denn hier rein? Komm ich. So, hier war... oh, oh Gott. Ich sollte den Sound am... wow. Was war das? Ach du Scheiße. Nein, ich habe schon gedacht, ich habe so alles Schreckliche gesehen. Es kommt nur noch das Gleiche mit Alma. Da habe ich mich aber jetzt fett getäuscht, ne? Oh, diese Schwulen... was ist das? Sind das Geister? Oh, 15 Schuss. Oh, das wird so viel Spaß machen. Das bin nicht ich mit dem Atmen übrigens. Ne? Oh Gott. Oh, das wird so viel Spaß machen. Ja, ich sehe das genauso wie die Tür. Oh Gott, was mit denen? Yumei. Oh, oh. Kennt ihr das aus Dragon Ball Z? Ne, wie, ach, wie hieß der noch? Dabura? Oder sowas, der dann diese... der
buckentot und dabei, dass die Leute zu Stein hier krepieren. Ne? Normalerweise kann man die zurückverwandeln. Und ich bin jetzt so ein Assi und mach die tot. So. Wo müssen wir hin? No parking anytime. Ja, wo willst du denn die auch parken, so wie es hier aussieht? Oh, mir juckt schon wieder die Hand, ey. Das ist kein gutes Zeichen. Ich laufe hier mit voller Ab... Was? Was war das? Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Harbinger-Anlage rein. Mit Almas telestetischer Signatur. Wohl eine Reaktion darauf, dass Sergeant Beckett geflohen ist. Die ist stinksauer. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche Replikas in 10 Kilometern Umkreis geweckt. Ja. Dass die natürlich stinksauer ist, passt mir jetzt gar nicht, ne? Oh, ich hab so... Oh Gott. Oh Gott, da... Boah, Leute. Ich fang gleich an zu heulen, ehrlich. Hört ihr das? Ey, ich kack mir dermaßen so gleich in die Hose. Ja, das wird schon... Oh Gott. Wieso kann der Typ nicht einfach irgendwie Selbstmord begehen? Das ist doch viel einfacher, als wie sich den Scheiß hier reinzuziehen. Oh Gott. Moin, Kollege. Alles klar? Schön Wache halten hier. So. Oh Gott. Oh, das passt mir gerade so dermaßen nicht. Ach du Scheiße. Ah, was? Was? Das Spiel ist so freaky. What the fuck? What the motherfucking shit? Hier haben wir jetzt auch noch Zombies als Gegner. Oh Gott! Was sind das denn für Leute? Was ist das für eine rote... Oh! Ey, was ist mit denen hier los? Ey, die gefallen mir mal so gar nicht, die Gegner. Überhaupt nicht. Oh, Leute, was sind das für Freaks? Kann der auch mal sterben? Macht der ihm eigentlich Schaden oder ist er nur zum Erschrecken da? Ist der, hier. Ist er tot? Boah, die brauchen... Boah, was? Ey. WTF. Fettes WTF. So, jetzt kann ich die... Kann ich die wieder nehmen? Ja. Ich glaube, die ist sinnvoller, weil ich ja meine Automatik habe. Aber auch nicht mehr wirklich viel Schuss. Oh, das Deppert gefällt mir so gar nicht. Ey, das war so klar. Ich habe schon gedacht, boah, jetzt kommen nur noch Schießereien. Voll geil, ne? Ne, weniger erschrecken. Und jetzt kommt hier so ein Scheiß hier, ey, so. Erstmal Nachrichten lesen. Zivile Gefahr. Warnung. Wir haben den Kontakt zu einigen Teams verloren, nachdem sie berichten, Zivilisten mit auffälligem Verhalten gesichtet zu haben. Colonel Vanek rät allen Einheiten, den Kontakt mit Zivilisten zu vermeiden und sie mit Abstand. Hä? Musste. Egal. Auf Abstand mitzuhalten. Oh, Leute. Die Geister sind mir so dermaßen unsympathisch. Komm ich da rein? Ja. Jo, May. Ist klar, ne? So ein Dreck, verdammter. Alter, was... Sag, ey, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Oh Gott. Ist ja noch einer. Ja, verschwind du mal. Was? Oh. Die kommen ja einen auf... Oh Gott. Ey, Leute, ich hab... Oh. Ich hab so derbe Gänsehaut. Ey. Das ist so scheiße hier. Oh! Was? Oh Gott! Aber die machen keinen Schaden, merke ich gerade mal, ne?
Oder zumindest minimal. Leute, hallo. Nimm mich mit. Was geht denn jetzt hier ab? Ich höre Schüsse, aber keine Leute. Oh ja. Was? 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 Oh Gott. Jungs, ich habe hier ein Problem. Ein großes. Aristide ist hier aufgetaucht mit einer Armacamp-Fangemeinde im Gepäck. Ich glaube, sie will meine Hilfe, aber wenn sie herkommt, sind wir beide tot. Mist, wo bist du gerade? Gehen Sie zur Wade-Grundschule an Kreuzung Sycamore und Highland. So eine dämliche Tussi. Okay, Beeilung. Wir müssen dort sein, bevor Armacam kommt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? In irgendeine scheiß Grundschule gehen... Ja, und hier kommen die Zombies. Oder, ja, Zombies auch, Geister. Und dann wollen die in eine verlassene Schule gehen. Wollen die mich eigentlich verarschen? Oh Gott. Ja, kennt ihr, ja, habt ihr wahrscheinlich hier alle Resident Evil Apokalypse geguckt, oder? Ne, kennt ihr die Szene mit der Schule? Oh, ich habe hier genau solche Paras gerade wie... Oh Gott. So. Wo sind die verkackte Schule? Hopp. Da ist er. Immerhin sehe ich mal hier wieder normale Soldaten. Das macht mir wenigstens wieder Spaß hier. Oh, fuck it. Ach, scheiße, und drauf. Oh, aber nicht die Soldaten, die sind mir derbst unsympathisch. Was? Kriegst keine Hilfe. Verrecke! So. Ah, Panzerung lasse ich aber noch liegen. Die Granaten bringen einen Scheißdreck, die hauen ja immer ab, die Penner. So. Komm schon, oh. So, ich oder er? Ich oder er? Ich natürlich. So. Komm, aufhören zu brennen. Jetzt nehme ich nämlich die Armor. Mist, hätte ich doch nicht tun sollen. Sind ja noch welche. Oh, fuck it. Oh, ich bin out of Armor. Oh Gott. Oh, das macht mir so viel Spaß hier, die Max Payne Einlage. So, jetzt ist aber gut, ne? Wow. Na, fuck it doch einfach. Mann, ey, ich bin ja... Ja, toll gemacht, Jung. So. Ich will keine Leben. Ich will wieder Armor. Napalm, nee. Was hat der? Sturmgewehr. Ja, ja. So. Speichern. Oh Gott. Ah, das war so für den Arsch, ey, wieder. Keine Munition. So, Freunde, was habt ihr hier für Waffen? Sturmgewehr, Sturmgewehr. Jo, May, was ist das dann? Das muss ich jetzt mal nachgucken. Was ist das denn? Wo steht denn das? Tutorials. Nein. Nicht Medipack. Kriechen, Granaten, gepanzerte Auswahl. Runter, 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 runter. Medizinischer Injektor. Nein, das war das nicht. Nahkampf, Granatentempel. Hier. Gelbe Reflexinjektoren. Boah. Erhöhen die Dauer ihrer Zeitlupenfähigkeit dauerhaft. Ah. Ja. Cool.
Power Armor. An alle Teams. Wir haben eine mögliche Schwachstelle bei den Power Armor Einheiten der Replika entdeckt, die hier im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden. Waren das nicht diese fetten Viecher im letzten Part, den ich da ganz am Ende gemacht habe? Ja, so, nach den Datenblättern haben die Prototypen eine unzureichende Abschirmung des Spannungskerns. Das macht sie anfällig für Stromunterbrechungen. Wenn keine XS-Schockgranaten vorhanden sind, kann man versuchen, Elektrotransformatoren zu beschießen, wenn sich Power-Armor-Einheiten darunter befinden. Ja, May, das haben wir jetzt auch schon rausgefunden. Bis auf Letzteres. Wo muss ich jetzt hier wieder hin? Muss ich runter? Leckt mir am Arsch, ey. So, hier? Nee, da bin ich ja gekommen, oder? So, jetzt muss ich wahrscheinlich dann hier wieder. Ey, ich hab so keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich vermute mal, dass wir in dem Haus bleiben müssen. Irgendwie, dass es da wieder einen Weg geht, den ich ja... Ach, Mann. Oh Gott, Soldaten. Nee, ich hau ab. See ya, Leute. Bleibt mal schön da. Wieso laufe ich eigentlich mit einer Waffe runter, wo ich keine Munition schon habe? Mann. Heute läuft es echt nicht. Oh, Sniper. Das hier wird auch schon. Oh, was ist das dann? Der hat meine komplette Armor weggeballert. Der blöde Sack. So. Und nur? So richtig? Ey, das ist so klar. Wetten, ich komme da nicht rein, weil ich dann voll den Stromschock bekomme. Ich rieche das schon. Boah, das ist meine ganze Medipacks und futsch. Wofür? Wegen diesen verkackten Granaten oder was? Jo, ist klar. Oh oh. Oh oh. Warte, irgendwie dagegen schießen war das doch oder so, ne? You may. Oh, 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 oh. So, jetzt wird er noch hier schlichen. Ach, scheiß auf Schleichen. Besiegen sie die Elite Power. Ja, Mai. Kann das nicht jemand anders machen? Gibt doch genug hier Idioten hier. Wo ist denn das Vieh? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, der Kollege da oben hilft mir ein bisschen. So. So, die Rüstung nehme ich noch nicht. Aber ich habe ja diese Granaten, von daher kann ich ja auch, glaube ich, werfen, oder? So. Oh, das Haus geht ja auch Schrott. So. Yes. Jetzt ist aber langsam mal gut hier. Hä? Hier. Das Vieh kann aber langsam mal echt kaputt gehen hier. So, das war mein letztes. Verdammt. Oh Mann. Haben wir hier noch irgendwie... Ich will nicht die Rüstung aufnehmen. Na, komm, eine. So, jetzt aber. Alles nochmal drauf hier. Mist, verdammt. Nicht die Rüstung, nicht... Nein, verdammt!
Na, hab ich den nicht getroffen. Bin ich schlecht. Shit off. Da ist ja gar keine Stromleiter mehr hier. Ah, XS. Oh Gott, oh. Ich will da rein. Oh, ich will zurück. Oh. Wieso schieße ich mit dieser verkackten Pistole? Oh Mann, ey. Ich glaube, da hinten könnte noch was sein. Oh. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Laufen, 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 laufen. Oh, shit off. Da ist doch noch was drin. Yes. Nehme ich gleich wieder mit. So, wo ist das Vieh? Das ist keine schlechte Idee eigentlich, oder? Ich hoffe, das funktioniert. Yes. Oh, jetzt kann das Vieh aber mal kaputt gehen hier. Also ich glaube noch einmal, dann müsste da Platz sein. Ach verdammter Scheiß hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da haben wir noch eine Rüstung. Ich versuche sie aber noch nicht zu nehmen. Shit. Ich wette, der braucht nur noch einen verdammten Kick oder sowas. Ein Minischuss, damit der umfällt hier. Hier, Stromleitung. Mach mal hier was, ein bisschen Strom. Ist ja nix mehr. Ah, hier. Ist da. Hier ist noch eine. Komm, put, 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 komm her, oh, komm, ja, ja, komm her, oh, ja, ja, ja. Komm. Komm, ja, ich glaube, das sollte reichen. Yes, yes, verdammt, Mann. Ich bin so ein King. Ich bin so die Bitch hier, ey. Das Stadion ist blockiert, die Straßen sind gesperrt. Gut, bleibt wo ihr seid, kommt zu euch. Okay, wir sind auf der 4. Avenue, Town Center. Oh, wieso sichert das Ding das jetzt? Oh, ich könnte mir wieder in den Arsch treten, ehrlich, ey. Jetzt werden bei Medipacks gar nicht mal so übel. Haben wir hier noch was? Nee. So. So, wo sind sie? Hä? Habt ihr eben noch geschossen, ihr Feiglinge? Komme ich so runter, ohne Schaden zu nehmen? Ja. Ach, da sind sie ja. La 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 la. So. Moin. Ja, wo bist du denn, hey? Ah, ja. Ich bin zu ihm gekommen. Ne. Außer ich noch frei. Replika-Scharfschützen haben Leutnant Stonks festgenagelt. Ah, jetzt, sie braucht Unterstützung. Sergeant Griffin hat von einer Frau berichtet, die Hilfe braucht. Er sucht sie jetzt. Und Snakefist hat über Funk durchgegeben, dass Genevieve Aristide bei ihm aufgetaucht ist. Mit Kommandosoldaten für eine geheime Operation ist Amacam dicht auf den Fersen. Er braucht sofort Hilfe. Jo, mei, machen wir das doch, nee. So. Ich mache hier wohl erstmal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, tschüss!